Herr, Moment. Wo wollen Sie mit dem Pelz hin? Ich trage ihn hinauf. Sind Sie wahnsinnig? Den hat man doch für mich heruntergeworfen. Woher wissen Sie das? Pardon, hat man ihn für Sie heruntergeworfen? Nein. Na also. Mirovic, Mirovic! Jawohl, Inge. Mein Pelz ist hinuntergefallen. Um wie viel Uhr? Ach, das ist aber sehr bedauerlich. Müsste man ihn nicht holen? Ach so, ja, natürlich, natürlich. Vielleicht kann ich ihn persönlich holen gehen. Das meinte ich auch. Ja, wohin ist denn der Pelz gefallen, Jäger Frau? Vom Balkon. Hinunter? Nein, herauf. Gottes Willen, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich werde ihn sofort holen. Jäger Frau, welcher Pelz ist es denn? Der Chinchilla. Nein, nein, ich meine, welcher Pelz ist hinuntergefallen? Der Chinchilla. So? Na, das genügt. Danke. Oh, Frau, Sie entschuldigen. Nein, nein, danke schön. Sagen Sie mal, fahren Sie hinunter? Jawohl. Wissen Sie das ganz bestimmt? Jawohl. Na, dann laufe ich lieber. Danke. Genauso ein Fell. Was? Ich wollte ein Fels. Es ist einer verloren gegangen. Verzeihen Sie bitte. Oh, her! Ja, das ist so. Besonders wohl, gnädige Frau. Bitte? Gnädige Frau, Sie haben Ihren Pelz verloren. Dankeschön, sehr liebenswürdig. Bitte schön. Mein Sekretär sucht ihn schon. Nämlich... Oh. Einen Moment. Bitte schön. Danke Ihnen. Nein, ich bin kein Oberkellner. Ich bin nicht von hier und bei uns nennt man jeden Kellner, Herr Ober. Danke, ja, danke schön. Einen Moment, liebe Frau. Was? Ich wollte fragen, ob die Frau nicht vielleicht hier im Zimmer speisen würden, denn unten auf der Terrasse wird es schon sehr kühl. So, sehr kühl. Heilen Sie. Dann servieren Sie mir hier. Und was soll ich denn essen? Unsere Küche ist sehr würzig. Ich würde mir gestatten, vielleicht Krebs, ein junges Rettung. Und? Jetzt? Ja, wir haben alles, alles. Wir haben eigene Treibhäuser für derartige Geflügel, Hühner, die... Du, bringen Sie welche, aber recht schnell. Jawohl, Frau, sehr gerne, Frau, guten Appetit, Frau. Stern, Frau. Ich möchte ein Diner. Bringen Sie Krebse, Crème de Boulet, Pastete Lord Cecil und, was war? Ja, junges Rebhuhn. Aber Herr Baron, Rebhuhn zu dieser Jahreszeit, das gibt's nicht. Warum gibt's das nicht? Gehen Sie vors Haus und schießen Sie eins. Los! Bitte sehr, Herr Baron. Wenn ich bitten darf? Bitte sehr. Wenn ich bitten darf?
Ziehen Sie Ihren Frack aus. Aber Herr Baron... Los, vorwärts, schnell, ziehen Sie Ihren Frack aus. Aber Herr Baron, ich kann doch nicht den Frack aus. Das ist ausgeschlossen, Herr Baron. Die Hose auch? Nein, danke. Bitte, Herr Braun. Bitte. Darf ich bitten? Wenn ich Herrn Baron wenigstens nach dem Grund fragen dürfte. Es ist ein schöner Grund. Ein schöner, blonder Grund. Ich bin vollkommen auf dem Laufenden, Herr Baron. Sagen wir mal, was geschieht einem Kellner, wenn er einen weiblichen Gast küsst? Das kommt darauf an. Worauf? Wohin er sie küsst. Nehmen wir an, auf den Mund. Dann bekommt er für gewöhnlich eine Ohrfeige. Aber wenn ich Herrn Baron empfehlen könnte, auf die Schulter zu küssen. Ich habe da per Saldo bessere Erfahrungen gemacht. So, danke Ihnen vielmals. Sagen Sie, ist Rebhuhn dabei? Rebhuhn nicht direkt, aber beinahe. Was heißt das beinahe? Ich habe ein Brathuhn genommen und Schrotkörner hineingeschossen. Hineingeschossen? Das ist aber roh. Na, ist gebraten. So. Langsam, langsam, langsam. Vorsichtig. So, vorsichtig. Passen Sie auf, bleiben Sie jetzt hier und rühren Sie sich nicht aus dem Zimmer, bis ich wieder da bin. Gut. Einen Moment, Herr Brun. So trinken wir das. So, darf ich bitte, bitte gern. So, danke schön. Bitte. Wenn Sie am Korridor einen Krach hören, dann bin ich's. Auf Wiedersehen. Servus, Kollege. Dann werden wir die Frau klingeln. Aber natürlich. Danke. Was war denn das? Schon weg. Haben geklingelt? Ja. Ich habe keine Serviette. Keine Serviette? Sofort, gnädige Frau. Würden gnädige Frau vielleicht ein, zwei Die benutzen? Danke. Sind Sie nervös? Jawohl, gnädige Frau. Sehr? Ja, bis über beide Ohren. Ja, dann stellen Sie sich bitte auf die andere Seite. So kann ich mir nichts nehmen. Bitte schön. Was haben Sie denn? Nichts. Ich habe nur Ihren Anhänger bewundert. Angekommen. Du weißt nicht, wer ich bin? Wetten wir. Ja, aber nicht zu hoch. Ich möchte nicht viel verlieren. Weißt du es jetzt? Moment. Mach das nochmal. Ich bin deine Cousine Mary. Wer? Deine Cousine Mary. Die Mary. Oh,
Es ist auch kein Wunder, dass du mich nicht erkannt hast. Wir haben uns genau vor 15 Jahren zuletzt gesehen. Wie die Zeit vergeht. Damals warst du noch so klein. Was du für ein Gedächtnis hast. Mhm. Weißt du, Onkel Thomas hat erfahren, dass du hier bist. Und wir haben eine ganz große Bitte an dich. Erzähl, mein Kind, erzähl. Ich möchte nämlich auf den Ball im Savoy gehen. Und habe niemanden, der mich begleitet. Nicht wahr? Du nimmst mich mit. Aber selbstverständlich. Ja. So viel ist man doch einer Verwandten schuldig. Ich habe aber noch eine Bitte an dich. Ich möchte den Haller kennenlernen. Wen? Den Verleger Haller. Ist doch dein Freund. Ach so, ja, der Haller, ja. Den musst du mir auf den Ball vorstellen. Wieso? Bist du verliebt in ihn? Okay. Ich komponiere und ich will, dass er meine Sachen verlegt. Ach so, das ist was anderes. So, ich bin nämlich wirklich begabt. Hör mal, eine Melodie von mir. Toujours l'amour, tararara. Nein, das ist zufällig nicht von mir. Pass auf. Von mir. Großartig, großartig. Spiel das doch mal. Moment, Moment, Moment. Da, 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 da. Ein Rebhuhn. Woher wissen Sie das? Ich habe es selbst geschossen. Wo? Wo? Draußen vor dem Haus am Nussbaum ist es herumgesessen. Danke. Nehmen Sie alles auf Ihr Tablet. Das Ganze soll ich weg? Ja, alles. Schade. Nehmen Sie das Tablet. Bitte? Nehmen Sie das Tablet. Das Tablet? Na? Und jetzt gehen Sie einmal auf und ab. Ich? Also los. Na los. Ach so. Los. Na los. Hoppla. Das habe ich kommen sehen. Ja, ich auch, aber da war es schon unten. Wäre es nicht besser, dem Kellner zu klingeln? Das wäre vielleicht sehr günstig. Einen Augenblick. Wer sind Sie denn eigentlich?
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist André von Wohlheim. Sie schleichen sich hier als Kellner ein? Das ist Ihre Schuld. Sie haben mir das Trinkgeld gegeben. Sie haben mich zum Kellner gemacht. Sind Sie mir böse? Ich Ihnen? Warum? Doch, doch, ich bin Ihnen böse. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich serviere Ihnen von links, ich serviere Ihnen von rechts. Mir fällt ja schon alles aus der Hand. Sie sind sehr grausam, sehr herzlos. Könnten Sie mir nie verzeihen? So, jetzt habe ich Ihnen verziehen. Bitte wollen Sie die Frau einen Augenblick auf mich warten. Ich komme gleich zurück in Zivil. Nein. Ich darf Sie nicht begleiten? Nein. Aber wenn ich Sie auf den Ball bitten werde, einen Walzer mit mir zu tanzen, werden Sie dann auch Nein sagen? Nein. Na eben, ich bin zurück in 5 Minuten. Gnädige Frau, ich habe den Pelz nach eifrigem Finden endlich gesucht. Ich habe da unten der... Was haben Sie schon wieder angestellt? Das ist doch gar nicht mein Pelz. Ja, das hat die Dame auch behauptet. Welche Dame? Na, so eine mittelstücke, so, ich habe ihr den Pelz einfach entrissen. Das ist doch gar kein Chinchilla. Na, der hält aber auch sehr warm. Tragen Sie ihn sofort zurück. Sie sehen ja, ich habe meinen Pelz schon. Na, und dann lassen Sie mich da unten... Also, nee, Frau, entschuldigen Sie, mich geht's ja gar nichts an, aber da lassen Sie mich da unten einfach wildfremde Pelze apostrophieren. Na, wenn Sie mir wenigstens gesagt hätten, was für einen Pelz Sie suchen, aber hier einfach Chinchilla, das kann mir nicht genügen, nee, Frau, entschuldigen. Mein Fach! Mein Fach! Los, Herr Ober! Herr Ober! Herr Ober! Wo ist denn mein Fach? Herr Ober! Herr Ober! Herr Ober! Was schreien Sie denn so? Warum, ich suche den Etagenkeller. Das sind Sie doch selber. Ich? Wieso? Was, das war, entschuldigen Sie. Herr Ober, hallo! Was? Schon 9:75 Uhr? Das ist aber die Höhe der Zeit, liebe Frau. Wir müssen auf den Ball, wir müssen doch dort singen. Wir wollen 5 Minuten warten. Kommt noch jemand mit? Aber das verstehe ich nicht. Die Herren im Savoy, die sitzen doch wie auf heißen Nadeln. 5 Minuten. Aber was ist denn das? Ist das alles runtergefallen? Selbstverständlich. Bitte, wenn Sie es mir sagen, dann genügt es mir. Wo ist der Etagenkellner vom 2. Stock? Ich weiß. Herr Ober, dieser Frack ist mutzig. Lassen Sie ausbrüsten. Kann ich darauf warten? Warten? Auf wen Sie warten, Ihre Frau? Aber so wie ich den Herrn kenne, kommt er bestimmt nicht mehr. Ich weiß, dass er kommt. Wir können gehen. Na wieso? Ich denke, wir wollen auf den Herrn warten, der nicht kommt. Ich warte nicht mehr. Aber das verstehe ich nicht. Eben haben Sie gesagt, wir wollen warten. Auf die paar Minuten kommt es doch wirklich nicht mehr an. Er kommt nicht mehr. Er hat schon, was er wollte. Meinen Anhänger. Was ist mit dem Anhänger? Er ist weg. Was? Auch vom Balkon runtergefallen? Da muss ich wieder auf die Terrasse? Nein. Er hat ihn gestohlen. Gestohlen? Ja, das ist doch eine Art Diebstahl. Da muss ich doch sofort die Polizei alarmieren. Lassen Sie das. Ich nehme einen anderen. Nein, das genügt mir nicht. Anhänger bleibt Anhänger, Gnädige Frau. Naja, hören Sie mal. Erst der Pelz und dann der Anhänger? Das ist doch ein ganz skandalöses Hotel, wenn ich so sagen darf. Der Anhänger ist spurlos verschwunden. Das ist mir einfach unverständlich. Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Verdacht? Warten Sie mal einen Moment. Verdacht? Nein, Verdacht haben wir keinen. Aber der Anhänger, den haben wir auch nicht. Ja, ich werde sofort eine strenge Untersuchung anstellen lassen. Ja. Und Sie dürfen versichert sein, es tut mir sehr leid. Es tut Ihnen sehr leid. So, na, das genügt mir. Dankeschön. Also bitte los, bitte vorwärts, schnell. Ja, sofort, Herr Baron, sofort. Wie kommt bloß dieser Fleck hierher? Es scheint Ölfarbe zu sein. Vielleicht ist er ein Maler. Bitte? Bitte beeilen Sie, vorwärts. Doch keine Ölfarbe. Ein Frack gehört nicht zum Riechen. Putzen Sie. Das ist
Herr Baron, Sie sind sehr ungeduldig heute Abend. Meine Damen, meine Herren, der Ball im Savoy beginnt. Den habe ich nicht gesehen. Der kann heute nicht kommen. Der liegt zu Hause. Der ist schwer krank. Nein, vor allen Dingen die Eigentliche. Oh, was ist denn? Entschuldigen Sie. Herr Haller. Entschuldigen Sie, Schiemaß, es war nicht böse gemeint. Glauben Sie, mein lieber Herr Birowitz. Dann ist Frau Helling schon da? Ja, wir sind eben gekommen. So. Ich suche gerade den Direktor. Entschuldigen Sie, verzeihen. Bitte, Sie. Er ist immer ein. Kann man den Haller nicht anrufen? Ausgeschlossen, ausgeschlossen. Der hat 5 Ärzte, hat er bei sich. Der hat eine Angina, hat er. Der kann kein Wort sprechen. Außerdem habe ich Hunger, mein Kind. Du, Moment, bin gleich wieder da. Darf ich Ihnen behilflich sein, mein Herr? Danke, es geht. Warum schauen Sie mich denn so an? Haben Sie noch keinen Baron gesehen? Darf ich Sie jetzt ankündigen lassen, den Form? Bitte? Ja? Ja. Meine Damen und Herren, es folgt jetzt die weltberühmte Sängerin Anita Helling. Die Helling. Hat ein Mann geschworen, dass er auf ewig freut. Er brach den Schwur der Treue, bald war der Rausch vorbei. Und mit aller Güte, dass ich ihn lieb,
Haut, mein Lieber, war wirklich heiß und wild. Ich bin nur kalt geblieben. Sie haben heute gesungen wie eine, Donnerwetter nochmal, wie eine... Birovic, Sie müssen sofort im Grand Hotel anrufen. Der Direktor soll Kriminalbeamte herschicken. Der Mann ist hier. Ja, welche Frau, welche Frau, ich bitte, Sie müssen sich nochmals verbeugen. Ach, Anita, jetzt weiß ich, wie eine Mona Lisa, so haben Sie gesungen. Ja, ich muss sofort telefonieren. Ich versuche, den Mann so lange hinzuhalten, bis er verhaftet wird. Verbindlich? Ach, Sie müssen doch sofort telefonieren. Ja, ja. Gut, ich gehe. Ich weiß zwar nicht, warum, aber ich gehe. Moment. Aber das ist doch unmöglich. Man hat mir gedacht, Herr Haller sei krank. Was denn, was denn? Was für Haller meinen Sie? Den Verleger Haller? Ja. Ja, mit dem habe ich doch eben erst gesprochen. Was, kennen Sie? Na, ja, das ist ein guter Freund von mir. Wirklich? Ja. Ich möchte ihn so gern kennenlernen. Ja? Mhm. Gefällt er Ihnen? Ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ich bin Komponistin. Ach, Sie sind Komponistin? Ja. Na, das macht fast gar nichts. Nein, nein, das brauchen Sie? Ja, natürlich. Ja. Wenn der Herr Haller Ihrem Geschmack entspricht, dann kann ich Ihnen leicht vorstellen. Ja? Na ja, da gehe ich einfach hin zu ihm, nicht wahr, und sage, hören Sie mal, hier, das sind Sie. Und ja? Ich sage zu Ihnen, das ist er. Und schon kennen Sie sich, nicht wahr? Ja, das will ich eben. Naja, das weiß ich doch. Und dann gehe ich hin. Ja, ja, dann sehen Sie mal, wenn im Fall, dass er nicht da ist, dann kann ich kommen. Sagen Sie mal, wollte ich nicht telefonieren? Nein, ich wollte telefonieren. Aber das ist schon erledigt. So, na, umso besser. Hm? Da haben Sie kein Feuer? Nein, noch nicht. Oh, nein, nein, danke, das genügt mir. Gnädige Frau, Sie haben wundervoll gesungen. Verzeihen Sie, ich war aufgehalten, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Warum machen Sie so ein vorwurfsvolles Gesicht? Sie haben mir doch einen Tanz versprochen. Bitte kommen Sie. Ich tanze nicht mit Ihnen. Na, warum nicht? Wegen 5 Minuten Verspätung? Sind Sie mir böse? Warum haben Sie das getan? Ja, was denn, gnädige Frau? Sie haben mir meinen Anhänger gestohlen. Was? Ich? Um Gottes Willen, gnädige Frau. Dann müssen Sie sofort die Polizei benachrichtigen. Nicht mehr nötig. Sie ist schon benachrichtigt. Aber gnädige Frau, ich habe doch Ihren Anhänger nicht. Bitte, wollen Sie mich durchsuchen? Bitte. Sehen Sie nach. Bitte, hier ist nichts. Hier ist nichts. Au, au. Was ist das? Das ist komisch. Grand Hotel. So was lohnt sich auch? No, ich habe Sie eingesteckt. Das sehe ich. Gnädige Frau, ich stehe in einem furchtbaren Verdacht. Aber Sie irren. Glauben Sie mir, ich werde Ihnen beweisen, dass Sie irren. Sie bleiben. Warum? Ich gehe nicht von meiner Seite, bis die Beamten des Grand Hotels kommen. Ach, die Beamten des Grand Hotels, die haben Sie herbestellt. Jawohl. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Wann kommen denn die? 10 Minuten. 10 Minuten, so. Ich meine, sind das pünktliche Reife so verlässlich? Ich hoffe. Ja, das ist schade. Sie sind unverschämt. Ja. Sie sind frech.
Ja, überhaupt alles, was Sie wollen. Ich stehle Gabeln und Anhänger. Bin ein richtiger Dieb. Aber jetzt wollen wir tanzen, gut? Nein. Nein? Nein. Seit Tagen habe ich kein Material von Ihnen bekommen. Ja, haben Sie denn keinen neuen Schlager? Doch, dann sehe ich einen. Oh. Hübsches Mädel, was? Diese Zicken. Sagen Sie, kennen Sie sie? Noch nicht, aber ich werde sie gleich kennenlernen. Kann ich mal lebhaft denken. Verzeihung, liebes Fräulein, darf ich Ihnen behilflich sein? Ich sehe, Sie suchen jemanden. Also Sie bestimmt nicht. Ach, das tut mir leid. Tut mir furchtbar leid, wirklich. Es muss was Wunderbares sein, von Ihnen gesucht zu werden. Wollen Sie mich jetzt bitte allein lassen? Ach, Sie sind allein? Ich auch. Tönt sich doch großartig. Bleiben wir zusammen, ja? Was darf ich Ihnen anbieten? Ein Alexander, ein Whisky mit Soda, einen Prairie Oyster. Was wünschen Sie bitte? Gar nicht. Zweimal gar nicht. Jawohl. Ach, Herr Haller. Ja, schon beisammen. Herr Haller, ja? Dann sehen Sie mich. Ja. Sehen Sie, ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Ihnen den Herrn Haller vorstellen werde. Danke. So? Bitte verbindlich. Schnell einen Alexander, einen Whisky Soda, eine Friedehäuser. Ja, aber also. Werden Sie mir helfen? Aber selbstverständlich. Womit denn? Na, sie ist doch Komponistin. Ja, Sie müssen sie verlegen. Aber selbstverständlich werde ich sie verlegen. Ja, und ich werde sie managen, ja? Sehr schön, sehr danke. Schön. Danke. Ja, bitte. Bitte schön. Ja, ich lange. Also, auf Ihr Wohl. Ja, mein Wohl, mein Glück, meine Chance. Jawohl, auf Ihre Chance, Fräulein, Mary. Was? Mary. Ja, Mary, Fräulein Mary. Also, bis nachher. So, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, Mary heißt sie, ja? Ja, Mary von Wohlheim. Ich bin die Cousine des Baron André von Wohlheim. Was, André von Wohlheim? Ja. Ist ein guter Freund von mir. Ein entzückender Kerl. Ein reizender Mensch. Gnädige Frau, gehen wir zusammen in den Park? Nein. Nein? Ja. Gnädige Frau, wollen Sie nicht doch mitkommen? Nein. Warum nicht? Brauchen Sie Ihren Anhänger nicht mehr? Den kriege ich sowieso nicht. Doch, Sie hier? Den habt ihr nicht? Wo? Wo? Da bin ich vergraben. Draußen im Park. Im Schatten einer steinernen Wand. Führen Sie mich mit. So, jetzt werde ich Ihnen beweisen. Dort unter der ersten Bank habe ich ihn vergraben. Direkt runter. Sie werden sehen, bitte. So, hier ist er vergraben. Nein, hier ist er nicht vergraben. Sie entschuldigen. Merkwürdig. Bitte kommen Sie weiter. So, hier ist er vergraben. Wo? Wo? In der Erde. Ich meine, er ist hineingegraben. Bitte wollen Sie Platz nehmen? Gnädige Frau, haben Sie vielleicht zufällig Werkzeuge bei sich, einen Spaten oder irgendwas? Ich möchte ihn gern heraus. Leider nicht. Nicht? Dann lassen wir ihn unten. Weg ist weg. Die Polizei wird ihn schon finden. Ich hoffe es. Ach, Sie wollen hier wirklich auf die Polizei warten? Was hätte ich sonst für einen anderen Grund, mit Ihnen hier zu sitzen? Sagen Sie, Anita, schämen Sie sich nicht? Warum? Nehmen wir mal an, die Kette ist weg. Na, was liegt schon daran? Sie werden eine andere bekommen, eine viel schönere. Hängt denn Ihr Herz wirklich an solchen Plunder? Wollen Sie denn nichts anderes auf der Welt? Oder? Na eben, also was? Zum Beispiel? Zum Beispiel? Na? Einen Mann, der nicht lügt. Ich will einen Mann, der mich liebt. Den zärtlichsten Mann, den es gibt. Ich möchte den Rätsel. Mann auf der Welt, den einzigen Mann,
will einen Mann, der mich küsst, der niemals Küsse vergibt. Das ist meine Sie denn da ohne jegliche Umhüllung? Es herrscht doch hier große Kühle. Wie werden Sie denn heute singen können? Ihr Hals sieht jetzt schon ziemlich belegt aus. Ja, das meine ich auch. Ja. So. Verstanden Sie, dann ist mein Name Birowitsch. Birowitsch, der Walter Birowitsch. Wieso? Wieso? Sie sind ein sehr sympathischer Mensch, Herr Birowitsch. So? Ja. Na, ganz meinetwegen. Vollkommen Ihrerseits. Herr Birowitsch, bitte? Ich muss Ihr nach. Sie müssen Ihr nach? Ja. Wem? Wem? Ihr? Warum? Sonst brenne ich durch. Sonst brennen Sie durch. Auf Wiedersehen, Herr Birowitsch. Auf Wiedersehen, Herr Birowitsch. Auf Wiedersehen, Herr. Sie wird nicht singen können. Ich bin schon ganz heiser. Wissen Sie, als ganz kleines Kind habe ich schon angefangen. Was will ich sagen? Ja, und immer heimlich in der Nacht. Wenn Onkel zu hat und Tante Bette schläft, dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Und da waren wir heimlich und über Nacht? Ja, Sie wollten nicht, dass eine Baronesse von Wollheim Musikerin wird. Aber jetzt sind Ihre Verwaschen einverstanden, was? Ja, Tante Bette ist schon gestorben. Ach, so. Was kann Sie, meine Tante? Nein, Sie. Aha, Sie hören mir ja gar nicht zu. Nur. Selbstverständlich, ja. Und dann tun Sie etwas für mich. Alles, was Sie wollen. Sorgen Sie dafür, dass ein Schlager heute von mir gespielt wird. Einen Moment, bitte. Was wollen Sie? Ich muss hier bleiben. Ich habe hier Rendezvous mit der Polizei. Ich muss mich doch umziehen. Umziehen? Nein. Ich mache Sie jetzt auf Folgendes aufmerksam. Ja, bitte? Der Herr kann ja hinter der spanischen Wand baden. Das ist gut, das ist eine Idee. Sie sind ein intelligentes, junges Mädchen. Dankeschön. Hier, bitte. Wo? Hier? Das ist ganz gemütlich. Gnädige Frau, ich habe gar keine Aussicht von da. Gnädige Frau, wissen Sie was? Singen Sie etwas, gut? Nein. Warum nicht? So ein kleiner Triller, so. La, 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 la. Was war denn, was ist denn los? Rufen Sie mal den Sekretär, aber schnell. Was war denn? Ich habe meinen Anhänger gefunden. Da schau her. Sind Sie mir böse? Ich Ihnen? Warum? Doch, ich bin Ihnen böse. Zuerst verstecken Sie mich hinterm Paravent, dann rufen Sie die Feuerwehr oder die Polizei. Sie sind sehr grausam, sehr herzlos. Könnten Sie mir nie verzeihen? Na. Oh, pardon. Und dazu brauchen Sie meinen Mantel? Dabei passt er Ihnen nicht mal. Birowitsch, rufen Sie sofort die Polizei an. Die Beamten brauchen nicht mehr zu kommen. Der Anhänger ist bereits gefunden. Bereits gefunden? Ach, sehen Sie, das habe ich gleich gewusst. Ich habe gar nicht erst angerufen. Telefoniert habe ich auch nicht. Also, Sie werden das für mich tun. Aber Kleinigkeit, für mich absolute Kleinigkeit. Haben Sie die Noten hier? Ja, natürlich. Ich habe sie unten in der Garderobe abgegeben. Ich kann sie sofort holen. Ja, Sarah, womit kann ich dienen? Sie, mein Herr, ich habe doch einen Schlager. Doch? Hier Fräulein Merrich von Wollheim, eine Komponistin. Und Sie müssen unbedingt noch heute einen Schlager von ihr spielen lassen. Das ist ausgeschlossen. Herr Haller, das ist total ausgeschlossen. So, meine Leute können ohne Probe nicht spielen. Es ist doch so leicht zu spielen. Ein einfacher Fuchs. Lamm, am Fandradam, dam, fandam, nicht wahr? Mein lieber Lieber, sehen Sie mal zu, was ich da machen lässt, ja? Ich wäre Ihnen persönlich zu großem Dank verbunden. Hm? So, bitte, Herr Haller, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann, sehr gerne. Das heißt, die junge Dame muss aber
selbst dirigieren. Ja, Sie müssen selber dirigieren. Also einverstanden. Ich dirigiere. Und? Ich hole die Noten raus. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja. Oh, bitte tausendmal verzeihen, was habe ich da getan? Was? Sieht das sehr schlimm aus? So, katastrophal. So können Sie unmöglich dirigieren. Ich kann nicht. Haben Sie eine Ahnung? Mahala, was machen wir jetzt? Die ist nicht klein zu kriegen. Nee. Sie wird dirigieren. Schlimmstenfalls wird sie nackt dirigieren. Oh, das ist aber eine hübsche Mode. Trägt man das jetzt so? Und dann? Oh, ja. Das ist das Allerneueste. So? Gefällt es Ihnen? Offen gestanden, ja. Das ist Daniel Krieg. Ach so. Was ist das? Daniel Krieg. Wissen Sie nicht, was das ist? Das ist letzter Schrei. Das ist letzter Schrei? Na, das ist aber ein bisschen kurzer Schrei. Übrigens, meinen Sie, wird es so gehen? Wie? Ich meine so, in diesem Kleid. Oh, wunderbar, großartig. Was soll so gehen? Was meinen Sie? Das Dirigieren. Na, wenn Sie es können. Ah, das sage ich Sie doch eben. Na, lernen Sie mal, wie soll ich denn wissen, ob Sie dirigieren können? Ich meine, in diesem Kleid. In diesem Kleid? Na, was denken Sie denn überhaupt? Es gibt doch einen Skandal im Savoy-Palast, der noch nicht da gewesen ist. Wirklich? Na, wirklich, natürlich. Stellen Sie sich mal vor, der Toscanini stellt sich so hin, dirigieren. Sie sind ein Dummkopf. Was haben Sie eben gesagt? Sie sind ein Dummkopf. Ach so, ich dachte, ich hätte mich verhört. Entschuldigen Sie. André, komm her. Du musst mir helfen. Was ist denn? Du, ich muss dirigieren und ich bin hinten nackt. Was soll ich dabei machen? Du, zieh deinen Frack aus. Schon wieder? Was? Du sollst deinen Frack ausziehen. Die Hose auch? Ja. Einen neuen Glanzschritt. Für die Füße, was du hergehst, auch ins Ohr. Kennen Sie schon meinen neuen Niagara-Fall? Den spielt jede Jazzband schon als Clou des Freiburg-Roll. Hat Rasse, das hat Klasse. Schmitz und Melodie. Fritz muss, wo man mit muss. Dieser Trick versagt doch nie. Wenn ich selbst dirigier auf dem Podium, jedes Stückerl von mir liebt das Publikum. Doch am meisten liebt es meinen Niagara-Fall. Jeder Bobby tanzt ihn schon als Glück. Thank you.
liebe gnädige Frau, Sie haben auch zugehört? Ja, na wirklich bezaubernd. Wirklich? Sagen Sie das nicht nur so? Aber nein, das haben Sie wirklich geschickt gemacht. Und die Idee mit dem Frack war reiten. Oh, das ist gar keine Idee. Nein. Das ist ein Unglück. Unglück? Wieso? Ja, mein Abendkleid ist hin und da hat mir mein Vetter seinen Frack geliehen. Er sitzt jetzt in meiner Garderobe, in einer Tischdecke gehüllt und wartet darauf, bis er seinen Frack zurückbekommt. Stellen Sie sich das vor, ein Baron, nur mit einer Tischdecke bedeckt. Ein Baron von Wohlheim. Wie sagten Sie? Ein Baron von Wohlheim? Ja. Er ist mein Vetter, Baron André von Wohlheim. Kennen Sie? Das muss ich mir aber ansehen. Bitte führen Sie mich zu ihm. Gerne. Meine Herrschaft, die Frau ist eine Kanone. Die Frau ist allerersten Ranges. Mit der Frau mache ich einen Jahresvertrag. Die Birovitsch, haben Sie die Frau gehört? Welche bitte? Na, die Kleine, die Baronin von Wohlheim. Was? Hat sie wirklich dirigiert? Natürlich. Und wie? So? Was heißt so? Das so, und so, und so, und so, und so. Ah. Gottes Willen, was haben denn die Leute dazu gesagt? Doch, die waren begeistert, gerast haben die Leute. Ah, das kann ich mir denken. Sie, mit der Frau mache ich sofort einen Jahresvertrag. Aber Sie werden sie doch nicht immer so auftreten lassen. Warum nicht? Was war denn dabei? Nein, wissen Sie alle, also ich verstehe das nicht. Bis jetzt habe ich Sie für einen musikverständigen Menschen gehalten, aber jetzt bin ich empört. Aber das soll die Albernheit sein. Nein. Mit der Frau mache ich sofort eine Tournee. Mit der gehe ich nach Paris, London, Japan, China, Sibirien. So ein junges, zartes Geschöpf. Aber was haben Sie dagegen? Na, ich kann da nicht mithalten. So. Nein, diese modernen Reklamemethoden verstehe ich. Aber ich bin eben etwas zurückgeblieben. Ja, das kann man wohl sagen. Mensch. Nicht wahr? Ich bin eben... Was bin ich? Zurückgeblieben bin ich? Sie, das verbitte ich mir, Herr Haller. Und Sie haben es doch selber gesagt. Aber gedacht habe ich es nicht. Aber ich. Also auf Wiedersehen, mein Lieber. Sibirien. Nein, diese neuen Moden, das ist mir unfassbar. Ich verstehe. Sagen Sie mir, Frau, würden Sie in Sibirien hinten nackt dirigieren? Danke, das genügt mir. Das ist er. Der? Mhm. Sieht er nicht reizend aus? Das ist Baron André von Wohlheim, mein Vetter. Wer die Dame ist, wirst du doch wissen, André. Nummer 222. Was? Das ist doch meine Zimmernummer im Hotel. Woher kennen Sie sie? Ach, er wohnt auch im zweiten Stock. Ja, kann ich mich jetzt wieder anziehen? Ich will Sie nicht länger stören. Ich wollte Ihnen nur zu Ihrer Cousine gratulieren. Besten Dank, Frau. Besten Dank. Danke vielmals, Frau. Ich habe Ihnen zu danken. Ich hätte noch eine Frage an. Bitte. Kennen Sie schon lange Ihren Cousin, André? Da war ich noch so klein. So klein? Ja, so genau weiß ich das nicht mehr. Es kann auch so gewesen sein. So. Ach, es ist auch egal. Mir ist schon alles egal. Anita, was haben Sie denn? Jetzt sagen Sie mir, wer sind Sie? Ich? Ich bin der Weihnachtsmann. Möglich. Aber der Baron von Wohlheim sind Sie bestimmt nicht. So, glauben Sie. Gut, ich werde es Ihnen beweisen. Bitte. Hoppla. Das ist mein Onkel, der. Anita, ich bitte Sie. Glauben Sie mir jetzt endlich, dass ich bin. Ich bin ich. Nein, Sie sind nicht Sie. So. Der richtige Baron von Wohlheim sitzt in der Garderobe seine Cousine Mary von Wohlheim. Was? Mary ist hier und hat eine Garderobe und ich sitze drin? Einen Moment, da muss ich nachschauen. Sagen Sie, sind Sie verrückt? Jawohl. Jetzt ist Schluss. Ja. Sie gehen und sagen sofort, wer ich bin. Bitte sehr. Jawohl. Ich werde sagen, dass Sie der Etagenkellner Jean aus dem Grand Hotel sind. Hä? Sie sagen, dass ich André von Wohlheim bin, verstehe ich? Nicht, das verbitte ich mir im Namen meiner Familie. Ein Baron von Wohlheim sieht ganz anders aus. Du, Mary! Für Sie bin ich die Baronesse von Wohlheim. Komm, André, komm. Und ich bin für Sie der Baron von Wohlheim.
Nein, 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 ich denke gar nicht daran. Darauf bin ich schon einmal nicht reingefallen. Aber Sie müssen telefonieren. Warum? Es ist ein Wahnsinniger da, dass ich für den Baron von Wollheim ausgehe. Warum? Hören Sie, er schlägt den André noch tot. Er schlägt ihn tot? Ja. So, na, das genügt mir. Dann muss ich natürlich telefonieren. Bitte, bitte. Ja, selbstverständlich. Hallo, hallo? Ist doch die Polizei? Nicht die Polizei? Ja, warum nicht? Doch die Polizei. Na also, hören Sie mal zu. Hier bin ich. Kommen Sie bitte sofort ins Savoy. Hier ist ein Schmuckstück verloren gegangen. Ja, ein Hochstapler befindet sich in unserem Milieu. Ja, auch Menschenleben sind in Gefahr. Also bitte, so kommen Sie doch schnell. Warum stehen Sie noch so lange am Apparat? Ja. Was? Ich verstehe nicht genau. Auf was? Ach, auf Wiedersehen. Na ja, das können Sie doch gleich. Dankeschön. Herr Baron, wie Sie mich hier sehen, bin ich innerlich außer mir über mich selbst. Hingegen muss ich zu meiner Entschuldigung anführen, dass ich verführerischerweise zu dieser Tat gezwungen wurde. So, sind meine Papiere noch intakt? Jawohl, Herr Baron, ich habe sie nicht gebraucht. Mir hat man dem Baron auch so geglaubt. Also gut, gehen Sie doch zurück da. Wem? Irgendeinem Herrn im Grand Hotel. Zimmernummer 112. Ich habe gegeben, der Frack ihm zum Reinigen. Und der Kerl ist spurlos verschwunden. Sicher, er war gar kein Kellner, gar kein Kellner. Das ist ein ganz einfacher Hoteldiebstahl. Machen Sie sich keine Sorgen, den haben wir bald. Natürlich, natürlich. Schnell, sonst passiert am Ende noch ein Unglück. Was ist das? Mein lieber André. Ja, grüß dich Gott. Ist dir auch nichts geschehen? Nein, mir geht's wunderbar. Und wer war denn der Kerl eigentlich? Ach, der, das war ein Zimmerkellner. Mary hat das sofort bemerkt, denn die weiß doch, wie ein wirklicher Baron von Wollheim aussieht, nicht? Anita, Anita, da ist ein Hochstapler, der sich für den Baron von Wollheim ausgibt. Ich habe die Polizei schon verständigt. Was haben Sie getan? Ich stelle mich, Frau. Sie kommen sofort dran. Um Gottes Willen. Ich habe die Polizei verständigt. Thank you.
du dich in meiner Garderobe. Aber schnell. Heute Anita singen gehört? Ja, ja, wundervoll. Na, sehen Sie. Und die Frau hätten Sie mal sehen sollen, bevor sie zu mir kam. Kann Ihnen sagen, die hat ganz falsch geatmet. Erst immer mit dem Zwerchkorb und dann mit dem Brustfell. Ja, und wenn sie eingeatmet hat, hat sie zu gleicher Zeit ausgeatmet. Das war furchtbar. Sie haben doch vorhin gesagt, dass meine Kompositionen an Mozart erinnern. Schadet das etwas? Ja, natürlich, ja. So? Ja. Das schadet was? Ja, selbstverständlich schadet das etwas. Ich verstehe doch schließlich was von diesen Dingen. Ich bin doch Musikverständiger, nicht wahr? Was sind Sie? Musikverständiger. Sie sind ein ganz gewöhnlicher Künstlerverkäufer. Was? Das verbitte ich mir. Sie verstehen überhaupt nichts. Ach so. Und was verstehen denn Sie bitte? Wie bitte? Sie haben gar keine Ahnung. Sie werden von heute ab überhaupt nicht mehr komponieren. Merken Sie sich solches. Das wollen Sie mir verbieten? Jawohl, ich. Mit welchem Recht? Weil ich Sie heiraten werde. Danke. Das genügt mir. Na also. Prost. Was? Die Polizei ist da. So, im Vorzimmer, mit Panzerauto draußen? Sie müssen fort, Sie müssen schnell fort. Bestimmt, kommen Sie mit. Ach, Sie sind wohl wahnsinnig geworden. Nein, ich bin sehr ängstlich, ich gehe doch nicht allein. Man wird hier hereinkommen, man wird Sie finden, man wird... Moment, wer wird eingesperrt, Sie oder ich? Sie. Warum regen Sie sich dann auf? Hier ist eine kleine eiserne Treppe, hier können Sie herunter. Ich gehe nicht, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich gehe nicht ohne Sie. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich gehe nicht mit Ihnen. Anita, ich bitte Sie, so glauben Sie mir doch endlich. Ich bin weder ein Dieb, noch ein Gauner, noch ein Betrüger. Ich bin André von Wollheim. Ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Also bitte nehmen wir an, wenn uns zum Beispiel im Hotel der Direktor oder der Geschäftsführer oder der Erstbeste begegnet und es Ihnen bestätigt. Also glauben Sie mir dann? Vielleicht. Passen Sie auf, gnädige Frau. Jetzt werden Sie sich gleich wieder bei mir entschuldigen müssen. Ich hoffe. Meine gute Brücke gestohlen. Aber mein Herr, das ist ganz ausgeschlossen. Ich kenne Herrn Baron von Wollheim seit Jahren und ich bürge für ihn. Aber meine gute Brücke daran, ich schwöre Ihnen, meine gute Brücke. Sag mal, wie lange sitzen Sie schon hier? Seit 4 Stunden. Seit 4 Stunden? Dann gehen und schau nach in deinen Kasten, du. Frau, haben Sie geklingelt? Ja. Ich möchte ein Aspirin und... Sie sind es, Herr Baron? Jawohl, gnädige Frau. Ich bin aber kein Baron. Ich bin nur der Etagenkellner. Ich wollte auch einmal auf den Ball im Savoy gehen. Und der richtige Baron? Der richtige? Der ist vielleicht...
Ganz recht, die Frau, das ist er. Der sitzt jetzt unten auf der Terrasse und nimmt übel.